Bei mechanischen Schwingungen tritt immer eine Reibung auf, die der Schwingung Energie entzieht, sodass die Amplitude mit der Zeit abnimmt. Eine Schwingung, deren Amplitude mit der Zeit abnimmt, heißt gedämpfte Schwingung. Wie beschreibt man die Bewegung des Balls in Y-Richtung? Wie beschreibt man sie, wenn die Dämpfung kleiner oder gar noch größer wird? Wie kann man die Dämpfung zahlenmäßig angeben? Die Bewegung des Balls beschreibt man mit einer Bewegungsgleichung. Ich habe die Herleitung der Bewegungsgleichung aus folgenden vier Schritten aufgebaut. In Schritt 1 stelle ich die Amplitudenfunktion vor, die eine abnehmende Amplitude mathematisch beschreibt. In Schritt 2 wird aus der Kräftebilanz die Schwingungsgleichung gemacht. Mit Schritt 3 wird die Bewegungsgleichung Stück für Stück aufgebaut. In Schritt 4 wird diese Bewegungsgleichung für die beiden extremen Fälle erläutert, den Schwingfall und den Kriechfall, wenn also die Dämpfung so groß ist, dass der Oszillator nur noch langsam zur Ruhelage hin driftet. Herzlich willkommen bei Physik mit Jan Jello. In diesem Video geht es um gedämpfte Schwingungen, genauer um die Herleitung der Bewegungsgleichung, mit der man die Position des Oszillators zu jedem Zeitpunkt berechnet, wenn er gedämpft schwingt. Um eine Schwingung aufrechtzuerhalten, braucht man Kraft. Diese Kraft kompensiert eine dämpfende Kraft, die durch die Reibung mit der Luft erzeugt wird. Kirchenglocken hören auf zu schwingen, weil auch die Reibkraft in den Lagern die Schwingung dämpft. Solange eine periodische Kraft auf die Glocken übertragen wird, halten sie die Amplitude, also die maximal mögliche Elongation. Sobald diese Kraft fehlt, nimmt die Amplitude mit der Zeit ab. Die Amplitude kann mit der Zeit linear oder exponentiell abnehmen. In diesem Video geht es um die Dämpfungskraft, durch die sie exponentiell kleiner wird. Eine Dämpfung mit diesem Effekt heißt Viskosedämpfung. Der Amplitudenverlauf wird hier durch die rote gestrichelte Kurve angezeigt. Diese sogenannte Einhüllende setzt die Grenzen für die Sinuskurve der Schwingung. Mathematisch ist die Einhüllende eine E-Funktion mit einem negativen Exponenten. Das A ist die Amplitude der Schwingung am Anfang der Zeitmessung, also die Anfangsamplitude. Der Exponent der E-Funktion ist negativ, weil die Anfangsamplitude ja kleiner werden soll, je größer die verstrichene Zeit ist. Darum steht auch die Zeit t im Exponenten. Wie stark die Amplitude kleiner wird, bestimmt das kleine Delta. Man nennt das Delta die Abklingkonstante. Logisch, sie gibt an, wie stark die Amplitude abklingt. Die ganze Funktion a mal e hoch minus Delta t beschreibt den Verlauf der Amplitude in konkreten Zahlenwerten. Man nennt sie Amplitudenfunktion. Sie ist gut vergleichbar mit einer üblichen e hoch minus x-Kurve, hier in Rot dargestellt. Es gibt einen kleinen Trick, mit dem die E-Funktion hoch minus Delta t auf verblüffende Weise entzaubert wird. Sie kann durch eine Prozentangabe ersetzt werden. Wenn zum Beispiel nach einer Zeit von 10 Sekunden die Amplitude auf 50% gesunken ist, dann ist e hoch minus Delta mal 10 Sekunden dasselbe wie 50%. Oder eben gleich 0,5. Vergleicht man die Gleichungen, lässt sich daraus auch noch gleich der Abklingkoeffizient Delta berechnen. Der wird in Übungs- und Klausuraufgaben gerne gesucht. Was er bedeutet, zeigt das Beispiel. Der Abklingkoeffizient der schwarzen Schwingung ist größer als der von der grünen, weil die schwarze Sinuskurve schneller abnimmt. Mit diesen Vorkenntnissen geht es jetzt mit dem Schritt 2 weiter, in der Kräftebilanz, aus der eine Schwingungsgleichung gemacht wird, damit man dann daraus Größen wie Periodendauer oder Federkonstante bestimmen kann. Man beginnt damit, alle die Kräfte aufzulisten, die die Schwingung und die Dämpfung verursachen. Am Beispiel, bei dem sich die gelbe Kugel auf die Ruhelage zubewegt, kann man sie identifizieren. Die Federkraft zieht die Kugel nach oben. In die Gegenrichtung der Beschleunigung wirkt die Trägheitskraft. Außerdem bremst die dämpfende Reibkraft, FD, jede Geschwindigkeit aus, wie kniehohes Wasser einen Sportler beim Hindernisrennen. Man addiert die Kraftvektoren zeichnerisch, indem man sie aneinander hängt. Sie bilden eine geschlossene Kette. Man addiert die Vektoren rechnerisch, indem man ihre Summe gleich 0 setzt. Als nächstes werden die Kräfte genauer formuliert. Die Trägheitskraft ist immer Masse mal Beschleunigung y2. y2 ist die zweite zeitliche Ableitung der zurückgelegten Strecke, also die Beschleunigung. Die Federkraft ist die Federkonstante mal die Auslenkung y. Aber was ist die Dämpfungskraft? Reibungskräfte sind bei der viskosen Dämpfung umso größer, je schneller sich der Oszillator bewegt. Das kann man sich vielleicht ganz gut am Beispiel einer Bugwelle verdeutlichen, gegen die der Bootsmotor ankämpfen muss. Sie ist umso größer, je schneller das Boot fährt. Die dämpfende Kraft FD ist also proportional zur Geschwindigkeit y Punkt des Oszillators.
Darum drückt man die Dämpfungskraft mit der Geschwindigkeit aus. Wir kennen den Koeffizienten d zwar noch nicht, wissen aber, dass er etwas mit der Dämpfung zu tun haben muss. Deshalb heißt d Dämpfungskoeffizient. Fd ist also Dämpfungskoeffizient mal Geschwindigkeit. Mit dieser dritten Kraft lässt sich endlich die Kräftebilanz erstellen. Es ergibt sich eine Differentialgleichung. Eine Differentialgleichung ist eine Gleichung, in der außer einer Variablen auch mindestens eine ihrer Ableitungen vorkommt. In diesem Fall ist die Variable die Auslenkung y des Oszillators, auch Elongation genannt. Diese Differentialgleichung ist die sogenannte Schwingungsgleichung. Die Elongation y in dieser Differentialgleichung beschreibt, wo der Oszillator zum Zeitpunkt t ist. Dafür muss y eine Funktion sein, die mit einer Dämpfung anders ist als ohne. Ohne Dämpfung würde sich das Hin und Her des Oszillators auf der grünen Welle einfach durch eine Sinus-, Cosinus- oder e hoch i Funktion beschreiben lassen. Mit Dämpfung wird diese Funktion aber verändert. Die Amplitude wird mit der Zeit kleiner, hier muss also die Amplitudenfunktion von vorhin die Sinusfunktion begrenzen. Ist die Dämpfung sehr groß, wie zum Beispiel bei einem harten Stoßdämpfer, dann entsteht erst gar keine periodische Hin- und Herbewegung, sondern nur ein Drift hin zur Ruhelage. Eine Schwingung wird dabei komplett abgewürgt. Wenn y beides beschreiben soll, eine schwingende und eine nicht schwingende Bewegung, dann muss es eine ziemlich flexible Funktion sein. Wie könnte so etwas Widersprüchliches aussehen? Sehen wir die Sache mal systematisch. Alle Schwingungen, egal ob stark oder schwach gedämpft, haben zwei Sachen gemeinsam. Erstens eine Anfangsamplitude a und zweitens nimmt diese Amplitude mit der Zeit ab. Damit kann man schon mal den Verlauf der Amplitude formulieren. Zu der Zeit t ist die Amplitude gleich der Anfangsamplitude a mal e hoch minus t. Es soll aber nicht die Amplitude, sondern die Elongation y erstellt werden. Die Elongation beschreibt zusätzlich noch das, was an den beiden Kurven nicht gleich ist. Für y steht dem Exponenten deshalb die Variable lambda. Keiner weiß genau, wie das lambda zusammengesetzt ist, aber es wird dafür sorgen, dass die e-Funktion auf magische Weise sowohl schwingende als auch nicht schwingende Bewegungen beschreiben kann. Das e hoch lambda erinnert ein wenig an einen Zaubertrank, bei dem keiner genau weiß, aus welchen Zutaten er zusammengesetzt ist, der aber für magische Zauberkräfte sorgen wird. Da der Druide sein Rezept nicht verrät, müssen wir dieses lambda selbst herausfinden. Dazu benutzt man die Schwingungsgleichung, wo das y und die beiden Ableitungen davon drinstehen, setzt den neuen Ausdruck für y dort ein und betreibt damit übliche Mathematik, bis sich eine PQ-Formel ergibt. Die Lösung dieser PQ-Formel unten rechts zeigt zwar, wie Lambda zusammengesetzt ist, sieht dafür aber mega kompliziert aus. Das geht auch einfacher, nämlich wenn man zwei Abkürzungen benutzt und dadurch die Formel etwas übersichtlicher schreibt. Die erste Abkürzung ist der Abklingkoeffizient Delta aus der anfangs vorgestellten Amplitudenfunktion. Delta ist d geteilt durch 2m. Nachdem man das Omega 0 unter der Wurzel ausgeklammert hat, erfolgt die zweite Abkürzung mit dem sogenannten Dämpfungsgrad groß d. Der wird oft in den Spezifikationen gedämpfter Bauteile angegeben. Beispiel, ein Dämpfungsgrad von 10% oder 0,1 bedeutet, dass jede Folgeamplitude nur noch halb so groß ist. Jetzt sieht das Lambda etwas kompakter aus. Aber was bewirken die Größen? Nicht vergessen, Lambda gehört in den Exponenten der magischen E-Funktion, mit der y beschrieben werden soll. Setzt man Lambda also wieder in diese E-Funktion ein, fällt der Exponent so umfangreich aus, dass man ihn gerne auf zwei E-Funktionen aufteilt. Damit besteht y nur noch aus zwei Bausteinen. Der erste Baustein ist die Amplitudenfunktion, die wir schon am Anfang des Videos kennengelernt haben, als es um die viskose Dämpfung ging. Wie die zarte Schokolade eine delikate Praline umhüllt, ist diese Amplitudenfunktion die Umhüllung für den zweiten Baustein, die zweite E-Funktion, die sich auf die Bewegung des Oszillators innerhalb der Amplitude bezieht und dafür sorgt, dass entweder ein schwingender Oszillator beschrieben wird oder einer, der nur in eine Richtung auf die Ruhelage zusteuert. Den Fall, dass der Oszillator schwingt, den nennt man sinnigerweise Schwingfall. Den Schwingfall kann es nur bei kleiner Dämpfung geben, wenn also der Dämpfungsgrad d klein ist. Dagegen spricht man vom Kriechfall, wenn der Oszillator auf die Ruhelage zukriecht,
weil der Dämpfungsgrad D extrem hoch und die Bewegung sehr stark gedämpft ist. Die Unterscheidung zwischen Schwingfall und Kriechfall schafft diese Funktion auf eine verblüffende Weise. Im Kriechfall ist der Dämpfungsgrad größer als 100%. 100% schreibt man in der Formel als eine 1. Dadurch ist die Schwingung sowas von gedämpft, ähnlich wie wenn man abends, wenn man ins Bett kriecht, den Kopf auf ein dickes, weiches Kissen legt. In der Zeitlupe betrachtet, taucht der Kopf langsam in das Kissen ein, bis er ruht. Der Bewegungsverlauf entspricht einer üblichen E hoch minus x Funktion, mit dem Unterschied, dass hier die Variable nicht x ist, sondern die Zeit t. Außerdem ist der Koeffizient hier nicht 1, sondern Omega 0 mal der Wurzel. Im Schwingfall ist die Schwingung so gut wie gar nicht gedämpft. Damit ist der Dämpfungsgrad D kleiner als 100%, also kleiner als 1. Das entspricht der Situation mit den Kirchenglocken, die man ausklingen lässt. Mathematisch gesehen wird der Ausdruck unter der Wurzel jetzt negativ. Da das ja in der Mathematik nicht definiert ist, gibt es für diesen Fall einen Standardtrick. Der Wurzelinhalt wird vertauscht und ein Minus davor gesetzt. Die Wurzel von minus 1 ist dasselbe wie das imaginäre i, das man aus dem komplexen Zahlenraum kennt. Also setzt man der Wurzel ein imaginäres i vor, mit ungeahnten Auswirkungen. Anders als die E-Funktion im Kriechfall verwandelt sich diese E-Funktion durch das neue i in eine periodische Funktion, wie ein Frosch in einen König. E hoch i ist nämlich eine Kombination aus Sinus und Cosinus. Sie beschreibt damit eine ständige Auf- und Abbewegung. Wir sind also fertig. Denn mit dieser Bewegungsgleichung haben wir endlich eine Formel für den Verlauf der Oszillatorposition. Sie beschreibt einen Schwingfall oder einen Kriechfall, je nachdem, wie groß die Dämpfung ist. Wenn dir das Video geholfen hat, würde ich mich über deinen Kommentar oder wenigstens dein Like sehr freuen. Vielen Dank und dir noch viel Erfolg für die nächste Prüfung.